Ein Tatort bedeutet, man hat Stress. Stress macht blöd, blöd macht keine gute Ermittlung. Deswegen brauchen wir in unserem Tatort Investigationstools, Ermittlungstools. Also ich würde sagen, Kollegen, unser Einsatz ist gefragt, auf zum Tatort. Und damit wir dort nicht im Stress vergehen, werden wir mit dem Investigationskompass uns durch dieses unzivilisierte Gebiet navigieren. Denn sobald du als Kommissar an den Tatort kommst, hast du Diagnose komisch. Also ich gebe zu, komisch klingt jetzt nicht so kompetent. Darum sagt der Mediziner ja auch eloquent, wenn er nicht Bescheid weiß, vegetative Dystonie. Ne, wenn du mit dem Kopf unterm Arm bei dem aufrockst, sagt er gleich, das ist nicht richtig, was Sie da haben. Ich weiß aber auch nicht richtig, was Sie haben. Und so geht es mir gar nicht mal so selten. Da komme ich irgendwo hin und denke mir, also irgendwas ist. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist was. Habt ihr das nie? Nein, ich habe das manchmal. Da frage ich mich, ey, jetzt, wer ist denn jetzt hier Mischugge? Ich oder die alle? Also vom Gefühl bin ich klar, da müssen die also nicht alle Latten am Zaun haben. Das geht aber rechnerisch nicht auf. Also müssten die klar sein und ich habe nicht alle auf dem Christbaum. In so einem Konfliktfall empfehle ich, erstmal zu prüfen, habe ich morgens die Medikamente alle genommen. Ja, das passt. Aber was passiert hier? Was da passiert ist, du wirst verrückt in eine Filterblase. Also aus der Realität in die Surrealität.